Ja, liebe Petrolheads, der Planet brennt, es ist richtig heiß, der Sommer ist da und pünktlich zum Sommer haben wir für euch wieder ein paar schöne Autos ausgegraben und die möchte ich euch heute ein bisschen zeigen. Schaut mal, was wir haben. Drei völlig unterschiedliche Fahrzeuge, unterschiedliche Konzepte aus unterschiedlichen Epochen und auch zu unterschiedlichen Preisen, aber alle drei sehr, sehr cool. Kommt mal mit. Wir haben für euch aus Frankreich Renault Fuego Turbo. Wann habt ihr zum allerletzten Mal einen Fuego Turbo gesehen? Das ist ziemlich lange her, gehe ich davon aus. Wir haben ein sehr, sehr schönes Modell ausgegraben. Noch nicht viele Kilometer, etwas über 80.000 gelaufen. Der Innenraum, das könnt ihr hier auch wunderbar sehen, in einem traumhaft schönen Zustand. Da musste man überhaupt gar nichts machen. Wir haben ein paar Kleinigkeiten verbessert, optimiert. Der ist in den letzten Jahren auch schon als Oldtimer gelaufen. Kommt ursprünglich aus Luxemburg, aber natürlich schon deutsche Zulassung, H-Zulassung, alles erledigt. Und ja, zum großen Teil, wie wir das erkennen können, Erstlack. Hinten rechts mal ein bisschen was nachlackiert worden. Ansonsten technisch picobello, feiner Zustand. Gibt es jetzt bei uns für 11.900 Euro inklusive TÜV, inklusive H-Zulassung. Ein wunderschönes und vor allem sehr, sehr seltenes Auto, mit dem ihr auf Treffen absolut ja, einzigartig unterwegs seid. Einzigartig ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben hier unseren 320 IS Italo M3. Ein sehr schönes Exemplar des E30 mit dem S14 Motor aus Italien, 2 Liter Hubraum reduziert. Das liegt an der Strafsteuer in Italien. Und ich zeige euch das mal. Äußerlich ist das ja ein relativ normaler E30, aber hier das Herz BMW Power M Motorsport, 193 PS, der legendäre S14 Motor wie im M3, nur eben mit 2 Liter Hubraum statt mit 2,3. Und ja, schönes Ansauggeräusch, wunderbarer Motor. Das Auto kommt aus Italien, dort erster Hand, seitdem in Deutschland aber noch nicht zugelassen, aber alle Papiere erledigt, um ihn in Deutschland zuzulassen. Hat etwas über 70.000 Kilometer gelaufen. Auch hier ein sehr schöner, unverbrauchter Innenraum. Ja, die E30 typischen Stellen. Hier ist ein Nähtchen gerissen. Das haben sie fast alle. Aber ansonsten ist das noch Taco. Das typische Getriebe, erster Gang unten links, wie auch im M3. Dazu auch die passende Differentialsperre. Und das ist eben das Spezielle, ist quasi ein Sleeper, weil ein viertüriger 320 IS ohne M-Paket, da hat es insgesamt nur 300 Stück davon gegeben. Wenige haben wohl überlebt und das hier ist einer davon. Ungeschweißt, ja, im Erstlack und drunter auch alles picobello, kein Rost. Also wirklich ein toller E30, 320 IS Italo M3 als Wertanlage, Kapitalanlage oder einfach zum Fahren. Das Ganze kostet 28.900 Euro. Also wenn man schaut, da gibt es Autos auf dem Markt, die deutlich teurer sind und in deutlich schlechterem Zustand. Ein wirklich gutes Auto für einen guten Kurs. Und wir gehen noch weiter. Hier haben wir noch ein bisschen was aus der USA. Ein richtig großer Motor, 7 Liter V8 ist da drin, in diesem Ford Thunderbird von 68. Das ja, typische 60er Jahre Design, viel Chrom, die Lampen hinter dem dicken, dicken Grill versteckt und eine sehr ja, ästhetische große Linieführung mit dem Hardtop, nicht zu verwechseln mit einem Cabrio Hardtop, sondern es ist wirklich ein festes Hardtop drauf. Ein Raumgleiter sozusagen, damalige Verhältnisse, unglaublich schnell, 270 PS, 190 km/h Spitze. Würde man heute wahrscheinlich mit dem Auto nicht mehr unbedingt fahren. Ja, das ist kultiger 60er-Jahre-Stil. Innen drin richtig groß. Auch hinten hat man Platz, um die komplette Familie mitzunehmen. Und das Beste an dem Auto ist, der Motor ist im Prinzip komplett gemacht worden. Mit Rechnung für über 4.000 Euro. Alles dabei. Kriegt der Käufer natürlich auch mit. Alles für den deutschen Zulassung vorbereitet. TÜV und H-Zulassung hat er neu bekommen. Ja, ganz viele Neuteile wurden gemacht. Natürlich, man sieht es am Lack, das ist ein Survivor, der wurde nicht aufgehübscht und nicht komplett neu lackiert, sondern der hat all die Jahre gut so überstanden. Es gibt ein, zwei Kratzerchen, es gibt ein, zwei kleine Stellchen, wo er nicht mehr der allertaufrigste ist, aber insgesamt ein sehr solides Auto, auch unten drunter absolut solide. Das Auto kostet 27.000 Euro inklusive neuen Papieren und ja, sozusagen ab Illingen. Kontaktiert uns
wenn ihr Fragen zu diesen oder unseren anderen Autos habt. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr für euch im Programm. Gerade jetzt im Sommer kommt einiges Frisches rein. Schaut euch das alles an und wie immer gilt, Benzin im Kopf. Welcome Petrolheads. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.